gute Erfahrung, weil angeblich war letztes Jahr Krise und wir haben nicht bemerkt, wo eine Krise sein soll. Wir haben das beste Wirtschaftsjahr aller Zeiten hinter uns. Was mir wirklich auch bestätigt hat, dass Krisen, sagt man immer, sind auch Chancen und so weiter. Aber ich glaube, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass die Leute sie jetzt, dass sie die Gesellschaft verändert. Und wir merken das total positiv, dass die Leute mehr nach Werten suchen und genauer nachdenken, was sie kaufen. Und dass Nachhaltigkeit und Öko-Wirtschaft und so halt wirklich ein starkes Thema geworden ist. Was sind die nächsten Schritte? Wir stecken ja sehr stark schon drin, sozusagen im Green Deal, der jetzt groß angekündigt ist. Das mache ich schon seit längerer Zeit. Mein Ziel ist, 100% ökologisch, 100% fair gehandelt und zertifiziert zu sein. Und wir haben uns die letzten Jahre auch ein Ziel auferlegt, diese EMAS-Zertifizierung zu schaffen. Das ist eine europäische Umweltzertifizierung, wo es darum geht, da geht es um Müllvermeidung, da geht es um Energie, wie wird Energie produziert, nachhaltig. Und es wird gemessen. Und wir haben zum Beispiel geschafft, in dem letzten Jahr 64% der Energie, die wir verbrauchen, an Strom und an Wärmeleistung, produzieren wir im Haus. Nicht nur durch Heizen, sondern auch durch Recycling. Also wir lassen keine Wärme sozusagen aus dem Haus, ohne dass sie nicht vorher nach Möglichkeit wieder quasi in den Kreislauf gebracht wird. Wir brauchen es nicht neu erfinden, Gott sei Dank, sondern wir brauchen nur draufbleiben. Wir sind schon auf einem guten Weg. Ja, da muss ich jetzt sagen, her damit, ich bin da, freue mich total, wenn die ersten Recycler, also Formen kommen, die aus recyceltem Material stammen. Wohlweislich weiß, dass das oft auch technisch sehr schwierig ist, weil das halt auch oft einmal Probleme in den Abläufen und so mitbringt. Aber ich stelle mich gern zur Verfügung, ich probiere es aus und ich freue mich jetzt schon und ich weiß ganz genau, dass es funktionieren wird. Ja, ich würde sagen, also es ist einfach diese Familienunternehmen-DNA, die uns natürlich oder die mir immer schon gefallen hat, weil wir kommen ja aus dieser Ecke und ich glaube auch, wenn man die Wirtschaft betrachtet und da jetzt gerade wo Krise war, sind gerade diese Familienunternehmen die stabilsten, weil sie dynamisch sind, weil sie innovativ sind und weil sie in die Zukunft denken. Die Firma Brunner ist natürlich auch ein Familienunternehmen, das über mehrere Generationen schon besteht. Und die nächste Generation, ich weiß es, auch schon in den Startlöchern steht. Und das ist einfach ein anderes Agieren, wie wenn du mit einem Konzern arbeitest, wo zwar Manager im Hintergrund sind, die aber meistens die Seele dafür nicht haben. Ich will nicht die Seele absprechen, aber die Seele fürs Produkt. Und ich meine, für beim Brunner treffe ich ja immer wieder irgendwo auf Messen und so. Und das spürst du richtig, diesen Geist. Und ich glaube, der ist bei uns nicht unendlich und deswegen verstehen wir uns so gut.